Da ist eine Falte. Ich werde alt. Schon wieder. Ich kann das alles nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte doch nur für immer jung bleiben. Es reicht. Heute reise ich nach Forgotten Hollow. Und so starten wir mit einer schlafenden Serena und einem schlafenden Ryan in den Part hinein. Es ist dienstags, wir haben 4 Uhr morgens und wie wir schon gehört haben, unsere Serena möchte heute nach Forgotten Hollow reisen. Und dafür wird sie es gleich ausnutzen, dass Ryan noch am Schlafen ist. Sie wird hier einmal eine Dusche nehmen und dann kann die Reise auch schon beginnen. Und natürlich ist auch ihr kleines, zuckersüßes Baby noch am Schlafen. Übrigens hat Baby auch einen neuen Namen bekommen oder zumindest einen Zweitnamen. Sie heißt nun Baby Coco. Der Name Coco wurde von der lieben Shireen Ali vorgeschlagen und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Es ist 5 Uhr morgens und Serena trinkt einfach schon ihren ersten Cocktail. Wow! Sie fühlt sich auch angespannt, denn sie hatte einen seltsamen Traum. Leider haben wir keine Zeit, dass du uns mehr von deinem Traum erzählst. Wir reisen nämlich jetzt nach Forgotten Hollow. Und hier sind wir nun an diesem gruseligen Friedhof, an dem Serena tatsächlich barfuß entlang spaziert und sich jetzt auch noch auf den Boden legt, um in die Sterne zu gucken. Möglicherweise wäre sie ja ein besserer Vampir, als die meisten von euch glauben. Serena wird einfach mal hier zu dieser Statue von Vlad spazieren und wird die sich mal genauer ansehen. Serena weiß zwar schon viel über Vampire oder zumindest vermutet sie viel über Vampire zu wissen, aber sie hat ja eigentlich auch noch nie einen getroffen. Bis jetzt gibt es hier wirklich gar keine Vampire. Deswegen werden wir jetzt mal hier die Bar besuchen und wer weiß, möglicherweise treffen wir ja hier endlich auf ein blutsaugendes Wesen. Serena setzt sich am besten gleich mal an die Bar und wird hier einen Traubennektar bestellen. Aber vorher hat sie sich noch mit Errol gestritten. Serena ist eben leider wirklich nicht gut im Freundschaften schließen. Aber wir stellen uns am besten einfach mal bei Raoul, dem Barkeeper, vor. Wenn er hier in der Stadt als Barkeeper arbeitet, wird er auf jeden Fall wissen, was sich hier für Menschen herumtreiben. Sie wird einfach mal versuchen, ihn kennenzulernen und ein bisschen ihren Charme spielen lassen. Sie wird ihm sagen, dass er gut aussieht. Und natürlich fühlt er sich absolut geschmeichelt. Dann können wir ja mal probieren, ihn anzuflirten. Natürlich möchte sie mit ihm jetzt keine romantische Beziehung eingehen, aber sie möchte Geheimnisse wissen. Und er steigt natürlich voll drauf ein. Und dann geht es schon weiter und sie wird auch mit ihm über die Existenz von Vampiren diskutieren. Raoul, da du ja schon lange hier arbeitest, ist dir vielleicht irgendwie was Merkwürdiges aufgefallen? Hast du vielleicht mal irgendwelche blutsaugenden Sims gesehen? Und das flüstert sie natürlich so leise, dass es wirklich nur er hört. Und darauf sagt er nur: Serena, so öffentlich kann ich darüber jetzt nicht sprechen, aber probier doch mal an eines der Häuser in der Umgebung zu klopfen. Möglicherweise sind diese übernatürlichen Wesen näher, als du glaubst. Und deshalb wird Serena nun aus der Bar gehen, hier hinüber zum ersten Haus, das sie hier in Forgotten Hollow sieht. Und unsere Serena hat natürlich keine Angst, immerhin geht sie auch die ganze Zeit barfuß durch Forgotten Hollow und klopft einfach an die Tür. Und hier haben wir unseren Tobin. Bei dem wird sie sich einfach mal freundlich vorstellen. Oh no, er mag sie nicht so gern. Wir finden ihn ziemlich nervig und er glaubt, er kann uns nicht vertrauen. Was ich verstehe, immerhin ist sie einfach so in sein Haus spaziert, aber sie weiß auch sofort, dass er ein frisch gebackener Vampir ist. Serena ist natürlich nicht blöd und weiß, sie kann nicht einfach so ins Haus spazieren und sagen, hey, würdest du mich in einen Vampir verwandeln? Deshalb wird sie jetzt einfach mal mit ihm über Träume reden. Tobin, wie ist es eigentlich hier in der Umgebung zu wohnen? Ich habe schon lange überlegt, nach Forgotten Hollow zu ziehen. Ist das hier ein schöner Ort und wie gefällt es dir so hier? Er ist leider sichtlich unwohl und mag sie absolut gar nicht. Möglicherweise sollte sie doch gleich mit der Sprache herausrücken und wird deswegen mit ihm
beginnen, über Vampire zu sprechen. Okay, ich merke schon, du fällst nicht auf mich rein, deshalb bin ich jetzt einfach ganz ehrlich. Ich möchte für immer jung bleiben. Ich habe keinen Bock, älter zu werden. Ich will keine Falten, ich will nicht sterben. Ich möchte für immer jung und wunderschön bleiben. Und Tobin ist zu ihr jetzt ehrlich und sagt, naja, Vampir sein ist jetzt eigentlich gar nicht so cool. Du kannst nicht mehr in die Sonne, du kannst ständig nur an Blut denken. Ich würde mich nicht mehr dafür entscheiden. Das, was er ihr erzählt hat, klang wirklich nicht sonderlich verlockend. Und deshalb hat sich Serena nun dazu entschieden, doch nicht zur Vampirin zu werden. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg für sie finden, für immer jung zu bleiben. Und während Serena nur über ihre eigene Vergänglichkeit nachdenkt, hat ihre kleine Tochter heute tatsächlich Geburtstag. Möglicherweise ist es besser, dass sie ohne ihre Mom feiert. Und so sieht unsere kleine Coco aus. Die böse Königin hat so eine süße Tochter gar nicht verdient. Oh mein Gott, schaut, wie traurig sie ist. Und nun geht es für uns aber zu einer halbwegs glücklichen Familie. Es ist kurz vor Sonnenaufgang, beinahe alle der Familie schlafen noch, nur unser Damon, der hat tatsächlich noch gar nicht geschlafen. Er ist hier irgendwie schon die ganze Nacht unten und übt Geige, aber sein Üben macht sich auch bezahlt. Er hat nämlich schon Level 4 erreicht. Er wird jetzt aber noch einen Nap machen, damit er wenigstens ein bisschen geschlafen hat, bevor er zur Schule geht. Sein Bruder Naveen schläft natürlich schon längst und auch unser Oliver und unser Noah sind am Schlafen. Nur unsere Snow hat alle Hand zu tun mit unseren Drillingen. Baby Nummer 1 ist unser Tayo Olaf. Tayo steht für den Zwerg Happy und diese beiden Namen hat die liebe Nabu vorgeschlagen. Um genau zu sein, hat sie für dieses Let's Play jede Menge Recherche betrieben. Deshalb stammen nicht nur die Namen Tayo und Olaf von ihr, sondern auch der Name Adam für unseren Bashful. Und zwar ist er nach dem Beast von Die Schöne und das Beast benannt, da dieser ja auch sehr schüchtern und zurückhaltend ist. Und hier haben wir Zwerg Nummer 3, das ist unser Christopher. Diese Idee kam von der lieben Lea, denn Christoph ist ja ein Charakter aus Frozen, der auch sehr tollpatschig ist und generell dem Charakter Dopey aus Schneewittchen sehr ähnlich. Und nun ist es auch schon an der Zeit für Naveen und Damon zur Schule zu gehen und wir werden sie heute wieder mal ein wenig begleiten. Und sobald sie in der Highschool angekommen sind, macht sich Naveen sofort auf den Weg in den Computerraum und dort wird er für Prüfungen lernen. Zu Hause hat die Familie Parker ja keinen Computer, aber er träumt ja von der großen Sportkarriere, möchte studieren und braucht deshalb natürlich gute Noten. Und natürlich ist er auch schon beim Footballteam, dafür trainiert er fleißig und gibt sein Bestes. Immerhin möchte er mit Football ganz groß rauskommen. Unser Damon hingegen, der interessiert sich relativ wenig für die Schule. Er steht auch noch immer vorm Schulgebäude und unterhält sich mit seiner neuen Freundin Catherine. Er wird mit ihr jetzt erstmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Die beiden haben sich ja im letzten Part in Sanmai Shuno kennengelernt. Da hat sie übrigens auch ein bisschen anders ausgesehen, denn ihre normale Kleidung ist ziemlich unauffällig und brav. Nur bei ihrer Partykleidung erkennt man, was wirklich in ihr steckt. Und da heute die Prüfungsvorbereitungen stattfinden und Damon sich nicht sonderlich dafür interessiert, wird er Catherine jetzt einen verrückten Plan vorschlagen. Und zwar schlägt er ihr vor, gemeinsam den heutigen Schultag zu schwänzen. What? Damon hat sich in Catherine verknallt. Ob das eine gute Idee ist? Immerhin werden die beiden jetzt zusammen Schule schwänzen, sind gerne zusammen in irgendwelchen Clubs in Sanmai Shuno unterwegs. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Und hier sind wir nun in Sanmai Shuno. Catherine ist schon fleißig hier am Rollschuhfahren und Damon wird sich ihr gleich mal anschließen. Oh no! Okay, sie ist schnell wieder aufgestanden. Und während Damon und Catherine hier einen schönen Tag miteinander verbringen, schauen wir zurück zu Snow. Hier sind irgendwie 100.000 stinkende Windeln und Babyflaschen.
die können wir alle gleich mal aufräumen. Und dann ist es tatsächlich schon soweit, dass unsere Drillinge älter werden. Dann sind sie endlich keine Neugeborenen mehr, sondern Säuglinge. Bin ganz ehrlich, ich habe dieses Geschrei nämlich schon ein bisschen satt. Und nun heißt es alles Gute zum Geburtstag, Tayo. Unser Tayo wird eindeutig ein sonniges Kind. Adam ist ja schüchtern und sentimental, wir machen ihn einmal vorsichtig. Und unser Christopher ist kindisch und tollpatschig, der wird zappelig. Das ist alles wirklich sehr, sehr eng hier. Die bräuchten eindeutig ein größeres Zimmer, aber da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Ein paar Stunden später kommen Naveen und Damon zufällig gleichzeitig nach Hause. Naveen von der Schule und vom Footballtraining und Damon vom Schule schwänzen. Naveen findet es gar nicht gut, was sein Bruder macht und stellt ihn sofort zur Rede. Damon, was ist eigentlich los mit dir? Warum warst du heute nicht in der Schule? Und glaub bloß nicht, ich hätte nicht bemerkt, wie du dich letztens in der Nacht rausgeschlichen hast. Naveen, was ich wann mache, geht dich mal überhaupt nichts an. Wenn das so weitergeht, werde ich dich bei Mom verpetzen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie soll das nur weitergehen? Was meint ihr? Und wie könnte es anders sein? Unser Damon zieht sich zurück, weil er auf die Unterhaltung ehrlich gesagt keine Lust hatte. Nun ist auch Oliver nach Hause gekommen und nun wird Naveen von seinem Vater angeschrien. Ich weiß nicht genau, worum das gerade ging, aber ich schätze mal, Oliver hat keine Ahnung, was Damon so treibt, sonst hätte er sich wohl eher auf Naveens Seite gestellt. Bevor Naveen sich zu den anderen ins Haus gesellt, läutet plötzlich sein Handy und seine gute Freundin Jillian ruft ihn an. Sie sagt zu ihm, Naveen, ich weiß doch, du interessierst dich auch für Brightchester. Wie wäre es, wenn wir uns die Universität morgen zusammen anschauen? Ich habe auch mit unserer Schule gesprochen. Dafür dürfen wir uns morgen frei nehmen. Brightchester ist großartig. Jillian und ich fühlen uns hier so unglaublich wohl. Ich kann es kaum erwarten, hier zu studieren. Nur ist jetzt etwas passiert und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Jillian hat mir gestanden, dass sie sich in mich verliebt hat. Ich finde sie ja toll und alles, aber ich weiß nicht. Soll ich mich darauf einlassen? Und unsere Freundschaft aufs Spiel setzen?